Kabab. Von Jorvak. Von der Welt bekannter sind wohl so 30 Musikanten auf Freidorf, neben Dennis war, mit dem Zug die Karweinspieler vor. Der Königshäfler im Waggon fängt gleich so auf ein Zählchen an, dort mit dem ohne Musikant. Eine halbe Stunde plauscht er allerhand, er kennt die Jorvaker Kapelle. Und was von früher, dass die Seller von jeher immer streitet haben. Und rauf. Drum soll er, also ich mohn, das kehrt sich nicht vor deutscher Leid. Na, sind ja auch in letzter Zeit auch schon Malerei dabei. Da muss ich ganz so drauf gleich, bei uns ist auch ohne Rumäner. Der Zug bremst und der Alt knurrt. Ohne muss schon dabei sein, so Bart. Ei, sag mal, welches ist denn da? Der Jormacher holt sein Trompet und wartet noch, bis der Zug ganz steht. Ah, jetzt, oder? Und grinst vor sich. Der Bär heißt Lasi und das bin ich. Ich habe Musikant gelernt in 1934, war ich 11 Jahre alt und habe mitgemacht bei allen Kapellen, was in Jahrmarkt war. Hab gelernt bei der Kapelle Lorisch. Hab gespielt mit dem Kreiter,
hab gespielt mit dem Kern, hab gespielt mit dem Dutschek. Da waren verschiedene Kapelle. Und jeder hat mich immer verlangt. Du musst was froh gewesen sein. Jetzt will ich noch etwas sagen. Die Musikanten, die haben früher immer geheißen Zigeuner. Wir sind in der ganzen Region rumgefallen, haben gespielt, uns unterhalten, haben das Volk unterhalten. Wir waren immer glücklich, so die Gäste, so die Musikanten. Wir haben einmal eine Hochzeit gespielt in der Kommune Giulwes. Wir haben die Gäste in die Kirche gespielt und neben der Kirche ist so ein altes Haus, das ist schon über 150 Jahre, vielleicht noch älter. Ein kleines, verlassenes Haus. Und dort haben fünf junge Frauen auf der Gasse gestanden. Auf einmal kommt eine. Die Frau ist direkt zu mir gekommen. Nach dem Motto, jeder hat mich gewollt. Jeder hat mich gewollt. Und, die Frau hat mich gefragt, Musikanten, von wo seid ihr? Sag ich, von Jörmark. Da sagt die Frau, hat er auch herum, Engel dabei. Ja, ohne. Und das ist ein Bär. Die alte Jahrmarker frierte und über die Rumänen, es waren arme Rumänen gewesen, haben die Paare gesagt, das ist ein Bär. Ja, ohne Bär muss der Bär sein. Danke, Herr Lossi.